Freunde, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute sind wieder die Entbannungsanträge dran. Das ist mein erster Tag, wo ich 18 bin. Und vielleicht hat sich einiges geändert, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gut. Der erste fängt schon an mit Nice Boobs. Es ging um einen TikTok, auf das Phoebe reacted hat. Weiß auch nicht, was an meinem Kommentar bannbar ist. Hab nur geschrieben, dass ich die Oberweite im Video schön finde. Trotzdem entschuldige ich mich und liebe Grüße ans gute Mod-Team. Weiß ich nicht. Also, bann weg. Rein, ich weiß nicht. Aber hier war ja normal. Wie war der Erd? Gar kein T-Shirt. Also hier war eigentlich normal. Weg? Echt? Ja, okay, wir können ja ablehnen und später irgendwann nochmal. Der Arme. Ja, okay, guck. Und dann kommt. Tut mir leid, mein Bruder hat mein Handy geklaut. Und alles Gute zum 18. Danke, aber nein. Ey, Junge. Ist das dumm. Kann man gebannt werden? Ich wurde gebannt, weil ich gefragt habe, ob man gebannt werden kann. Und das finde ich nicht fair, weil ich habe ja nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Also, das ist mir auch ein Mysterium. Warum fragen Leute, ob man gebannt werden kann? Also wirklich, ich verstehe das nicht. Das ist so oft, keine Ahnung, was das ist. Das ist so irgendein Bug. Hallo Mods, es tut mir sehr leid und es war auch sehr dumm von mir, so etwas zu schreiben. Und es tut mir auch leid. Ich hoffe, dass ich wieder freigeben werde, weil es mein großer Traum ist, dass Phoebe auf meinen Comment antwortet. Also nicht auf den Kommentar, weil der sehr dumm war, und wenn ihr meinen Bann nicht aufheben wollt, kann ich das verstehen, denn das war wirklich nicht okay von mir. Ich bitte um Vergebung. Nee, das ist komisch, weil das ist eh zweiter Account für seinen Twitch. Juckt nicht. Weg. Phoebe, mein Crush. Ich liebe sie. Rank, du bist richtig scheiße. Folgt mir mal alle auf süß. Ja, hab nicht drüber nachgedacht, dass man keine Werbung machen darf. Wird nicht wieder vorkommen. Würde mich freuen, wieder am Chat teilzunehmen. Und hier schreibst du, du bist richtig scheiße. Dann machen wir den klassischen Tryback. Nö. Du bist raus. Der gewinnt nicht, Chat. Er ist raus. Er ist raus. Ron wurde so gebannt. Oh, da gibt's ein Bild. Da gibt's ein Bild, Chat. Bestimmt einer, der beleidigt hat. Guten Abend. Ich war gerade auf der Suche nach dem inkompetentesten Mod bei Phoebe im Chat und bin dabei auf dich gestoßen. Kannst du mir bitte einen Sub schenken? Das ist ein guter Banngrund. Das ist respektlos. Warum schlecht gelaunt? So ein in meiner Klasse. Lass mal bumsen. Es würde mich freuen, wenn ich mal wieder im Chat beteiligt dürfte. Mein Bruder hat das Handy genommen. Oh nein, der Bruder hat das Handy genommen. Oh nein. Und da hat er das geschrieben. Und es würde mich freuen, wenn ich mal wieder im Chat. Oh nein. Nein, der Bruder, der Bruder. Es ist immer der Bruder. Oh nein. Ich bin auch high. Philo, dich. War wirklich nur als Witz gemeint. Dachte, wir wird mit Humor genommen. Realisiere gerade erst, wie absolut sinnlos das war. Tut mir wirklich leid. Guck mal, er hat das falsch angesehen. Er hat wirklich gedacht, vielleicht, Philo reagiert auch witzig. Hat sich entschuldigt. Den können wir aufheben. Gute Entschuldigung. Skybase, Skybase. Henry hat Durchfall. Henry hat Durchfall. Alter! Henry hat Durchfall. Henry will ein Blowy. Es tut mir leid, was ich gesagt habe, aus sich provoziert, witzig zu sein. Das ist nicht witzig! An die, die nicht wissen, wer Henry ist. Das ist Henry. Und das ist alles andere als witzig. Henry wird nicht beleidigt. Lass dir sowas nicht gefallen, Bro. Wir beleidigen. Also wirklich, das ist halt krass. Wie kann er nur? Das ist heftig. Ein Kachbe? Es tut mir leid, dass ich das geschrieben habe. Ganz ehrlich, muss ich mich nicht mal durchlesen. Der hat kein Profilbild. Der hat keine Nachrichten davor. Der hat keinen Twitch Prime. Der ist gar kein Mehrwert für uns. Das juckt doch gar nicht. Juckt auch nicht, wer sich Fingernägel lackiert. Verpiss dich. Bald kommen die grauen Haare. Folgt mir auf Instagram. Ah, wusste nicht, dass man das nicht darf. Ja, ein bisschen W's gespammt so vom Ding her. Aber vielleicht habe ich ja animiert dazu, dass ihr spammen sollt. Aber folgt mir auf Instagram. Plus, seht ihr das? Seht ihr dieses Ding? Das macht mir Angst. Das ist ein Handy-Emoji. Komm, ich heb auf, weil W's gespendet, vielleicht ist so irgendwas. Wir heben auf. Einmal Werbung, da ist nicht erlaubt, aber ihr checkt. Phoebe, kannst du mir folgen? Ja, man hat ja gefragt. Das war nicht wirklich Eigenwerbung. Das kann auch raus, rein. Das kann wieder rein. Digga, Jonas Sponas mit einem Goofy-A-Profilbild. Eierblown. We got a blow. Eierblow hoch 10. Pimmelblow geht nicht auf. Hat mir einen kleinen Spaß erlaubt. Oh. War alles nicht ernst gemeint, merkt man wahrscheinlich auch an den Nachrichten. Ich entschuldige mich und würde mich freuen, wenn ich wieder am Chat teilnehmen darf. Danke. Nein. Nein. Oh, ich bin die ganze Zeit in Caps. Bannt mich bitte. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Guck mal. Und das meine ich. Und aus Prinzip wirst du weiter gebannt. Es geht mir so auf den Nerv, wie viele fragen nach einem Bann und wundern sich dann, warum die gebannt sind. Wenn du fragst, dann kriegst du es auch, hä? Lass mal ficken. Sorry und alles Gute zum Birthday. Nee, lass mal ficken. Was? Lass mal ficken. Giat, Giga, Sklavin, okay, Sklavenarbeit. Phoebe, schmeckt die Burl. Es tut mir leid, ich bin unrei gewesen. Ich schicke dir als Entscheidung 20 Euro PayPal. Digga, als Entscheidung ist das geisteskrank. Geh auf Insta, viel Glück, W, Insta, noch schnell zurückfolgen, Insta, los, 07, 70, 07, geile Titten. Sorry, das letzte war nur Spaß, ich dachte, das kommt nicht durch, tut mir leid. Also,
Discord. Ich hatte es in SJGV. Es tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen. Müsst euch vorstellen, okay, SJGV, du siehst das und zack. Das ist bestimmt irgendein Schmutz-Discord. So irgendwie so ein Sass-Discord. Puff, Peng, zieh mal Shirt aus. Puff, Peng, der Erste. Puff, Peng, der Zweite. Puff, Peng, zieh mal Shirt aus. Hallo, Fiebe, es tut mir aufrichtig leid, dass ich das geschrieben habe. War an deinem Geburtstag dabei und du hast an deinem Shirt so gezogen, als wenn dir warm wäre. Hab dann in den Chat geschrieben, zieh mal Shirt aus. Was mir jetzt auch im Nachhinein auffällt, dass es sehr komisch und falsch verstehend rüberkam. Würde mich über eine Entbannung freuen und alles Gute zum 18. Ja, gut, entschuldigt. Benutzt Phoebe-Mode. Ja, kann man dir V-Bucks schenken. Ich bin schwarz, darf ich hier das... Aha, guck mal. Ich bin schwarz, darf ich hier das N-Wort jetzt reinschreiben? Nee, also das ist ja hier. Was soll das denn? Raus. Endlich, du warst 3 Jahre 17 oder so. Mods, könnt ihr mich bannen? Guck mal, da haben wir es wieder. Das war nur Spaß, bitte entbann mich. Ja, ich entbann dich gerne, aber warum fragt man das? Ich verstehe es nicht. Es macht legit keinen Sinn. POV, man hat niemanden mehr, an dem man sich hochziehen kann. Hi, Hugi, Hure. Ich würde dir gerne Happy Birthday wünschen. Oh, danke. Das ist so lieb. Toll, toll. Dance, Denergy, einfach nervig. Hm, okay, wenn man sagt, einmal nervig. Also eigentlich schießt man nicht gegen Denergy. Das Mod-Kommi. Ah, das ist ein Mod-Kommi. Ah, wieder ein Bild. Wow, 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 wow. Du Armer, der war gerade fast raus aus Hubs, aber Tatsu macht einen Strich durch die Rechnung. Seit wann hat die so große Euter? Also das ist geisteskrank. Warum? Hä? Er schreibt jemand random im Chat an. Der guckt mich so an. Oh, da schreibe ich mal jemanden halt. Was ist das? Hä? Idiot, ein Idiot. Oh, ich habe Aufheben gemacht. Oh, Mods, Mods, Bann, Bann, Bann. Ich habe Aufheben gemacht. Nein, mach das zurück. Track mal für uns, du bist jetzt 18. Die Entschuldigung ist, ich trick für dich. Das will ich nicht. Nee. Raus. Leverkusen wird die Europa League gewinnen. Phoebe immer da, wo Hype ist. Sorry, das war dumm und es kommt nicht wieder vor. Würde mich freuen, wieder am Chat teilnehmen zu dürfen. So, man bekämpft Feuer nicht mit Feuer. Danke. Sehr lieb, dass du es einsiehst. Einsiehst du einfach so. Schlüsselbein, Schlüsselbein. Moin, Fabian. Zeig mal deine Musch. Hallo, liebes Phoebe-Team. Ich würde mich entschuldigen dafür, dass ich so geschrieben fand. Das ist einfach geil. Ist so. Ehrliche Meinung. Du bist die Beste. Nee, die Leute sind creepy, die einfach schon zugeben, dass die das geil finden. Das ist creepy. Mach die weg. Die will ich nicht hier haben. Du siehst aus wie ein Igel. Alle Sims-Opfer. Ich habe das geschrieben, weil Phoebe an den Tag auf ein Video reagiert hat. Ich weiß, das ist sehr falsch, in jemanden aufgrund seines Verhaltens runterzumachen. Ich hoffe, ich kann wieder am Chat teilnehmen. Nee, es sind eh dumme Nachrichten. Kein Vorteil. Prime könnte gut sein, aber aus. Reason ist trash, er kriegt 50 Euro, wenn er gegen mich 1-1 gewinnt. Habe am 11. bist echt eine geile Maus. Hallo, Digga, das... Was genau hatte ich gemacht? Darf keine Jugendherberge mehr nehmen. Ich bin selber erst 17 und hatte jetzt nicht Böses darauf abgesehen. Sorry, wenn ihr das anders seht, Leute. Gute, nochmal tolle Phoebe, echt, Leute. Digga. So, what the fuck? Phoebe war, schaust du morgen World Cup? Hops, hops mal, Phoebe, hops mal. Das war in Fortnite. In Fortnite? Die meinen bestimmt Hops mit in Real Life so springen, oder? Ja, der ist eh kein Mehrwert. Nee. Kein Mehrwert, kein Chatter. Ihr seid W-Chatter. Junge, ihr seid so cool. Ihr nehmt auch so viele Emotes, das ist so geil. Seit meinem Geburtstag, ihr habt das auf einmal gelernt. Das ist so cool. Zeig mal mehr. Ich entschuldige mich. Langweilig. Raus. Sit-Vlog, bitte. Sit-Vlog. Noch ein Workout, weil keine. In 3 Stunden. Onlyfans. Haha, in 3 Stunden bis Phoebe Only mehr. Ja. Entschuldigung, ich wollte Aufmerksamkeit haben. Es tut mir leid. Nee, Leute, die denken, ich mache Onlyfans, raus. Gönn mal, gönn mal, gönn mal. Please bann mich. Ich möchte wieder in dem Stream, weil dann kann sie gönnen. Bitte im Stream anzeigen. Spaß, wollte schauen, wie die Mods sind. Ist so lustig. So lustig, die Leute. Ist geisteskrank. Por. Ich weiß, es war richtig dumm. Aber Phoebe oder Mods, es tut mir wirklich leid. Ich war schon müde und dachte mir, oh, ich bin so cool. Das merken die Mods eh nicht. Einer macht halbes Roman hier. Wirklich sorry, es tut mir richtig mega leid. Ich könnte jetzt noch weiter rumjammern, aber ich habe volles Verständnis dafür, dass ich nicht entbannt werde. Würde mich halt nur freuen, wenn ich wieder ganz, also mit Chatten, mit Freundlichen. Ich mache auch keine bösen Bub-Sachen mehr. Sorry. Eines muss ich sagen, seine Artikulierung ist ziemlich cool. Also kann so, wisst ihr, so mit Doppelkomma, Strichle nach unten, dann wieder Strichle oben, Punkt. Ist schon gut gesetzt, doch, das gefällt mir. Und davor, wie war davor? Haha, sweet, 10 von 10, Omme, nice, nice, nice. Henry, nein, ja, nice, wie geil. Heb auf von Spyro. Ich würde auch aufheben. Der hat sich gut entschuldigt. Dafür sind die Entschuldigungen da, dass man sich wirklich ernsthaft Gedanken macht darüber. Und wenn man das gut nutzt, dann finde ich das auch okay. Füße, Ausrufezeichen Füße. Mit 18 dann OnlyFans. Geht mir so auf den Sack, diese Frage. Ich glaube, ich mache echt gleich OnlyFans-Konto. Das geht mir so auf den... Zeigt. Hattest du schon mal dein erstes Mal?
Du bist echt hübsch. Ich will mich aufrichtig entschuldigen, das, was ich geschrieben habe. Ich habe gelernt, dass man eine weibliche Person nett fragt, ob sie ihre Oberweite einer Person zeigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder in den Chat gelassen werde. Gucke Phoebe schon etwa 3 Monate und möchte sie weiterhin supporten. Und es wäre super lieb von euch, Mods oder Phoebe, wenn ihr mich entbannt. Nee, weg. Peinlich. Will Busen sehen. Es tut mir leid für mein unreifes Verhalten. Ich war so etwas in der Zukunft. Ich werde sowas in der Zukunft nie wieder tun. Nerv, 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 nerv. Ich will auf dich. Es tut mir so leid, bitte entbann mich. Es war ein Fehler, dies zu schreiben. Können Sie mich bitte entbannen? Nein. Geh mit Reason FN. Bums Reason. Ich entschuldige mich herzlich. Nein. Mit 18 kann man nur auf Papier erwachsen. Freut mich. Noch 3 Stunden an OnlyFans Kappa. Tut mir leid für das Unlösen. Ja, okay. Das war so obviously Joke-mäßig. So ein bisschen, man dachte wirklich so, das war so ein bisschen Joke-Joke. Mit diesem Kappa-Emote, der hat es noch rausgeholt. Wisst ihr? Ja, obviously. Fickt euch, Mods. Tut mir echt leid. Wow, wow, wow. Du schießt nie wieder gegen meine Mods. Das ist krank. Das ist krank. Raus für immer. Permaban. Ich finde, ich smash Phoebe meine geile Sau. Phoebe, kannst du mich raiden? Phoebe, ich will dich nageln, bin 15. Das ist so peinlich. Und er hat einen Traktor als Profil. Du bist ein Dorfkind. Ich bin auch ein Dorfkind. Und ich weiß, dass wir eigentlich gut erzogen worden sind, bestimmt, weil auf dem Dorf kann nicht viel passieren. Du bist 15. Tom Clancy's Rainbow spielt so gerne. Nee, das ist unangenehm. Ich bin jetzt 18. Ich bin einfach 18. Folgt seit dem 1. August. Er folgt seit dem Tag und einen Tag später, nee, 2 Tage später hat er sich schon uns ausgeschossen. So ein L. Nur für den Vlog, zeig mal Füße. War Witz. Guck mal, wenn ihr euch einfach nur ein bisschen mehr Mühe geben würdet bei den Entschuldigungen, dann könnte man euch auch wieder reinholen. Aber die geben sich ja nicht mal Mühe. Kannst du eine Kollegin von mir raiden? Kannst du einen Kollegen von mir raiden? Ich fühle mich schuldig. Wollte mein Kollegen, der auch dicker Fan Phoebe ist, gefallen machen. Ja, komm. Einmal, man lernt drauf. Hör auf deine Hater. Philo, Grüße und auf alles. Sprengt euch weg. Einfach mal wegsprengen, wa? Junge. Wie böse. Wie böse und wie sauer. Fotte. Du guckst die doch, bist du dumm. Ah, mit meinem Chat hier auch noch gebieft, mit meinem Chat gebieft. Er beleidigt mich. Potte. Ich wollte das F-Wort benutzen, sondern Motte schreiben, weil ich mit meinem Freund einen Stream geguckt habe und ich wollte ihm schreiben, dass ich in seinem Zimmer eine Motte war. Also das ist so eine schöne Entschuldigung. Willkommen zurück. Also der hat sich sowas Gutes einfallen lassen. Das war das erste Mal, dass ich mir sowas, dass ich sowas gelesen habe. Toll. Toll. Herrlich. Nein. Wifen. Was ist das? Sehr schlecht. Wiffen. I'm so sorry. I don't know what I did wrong. I cannot remember doing that. Warum denn jetzt Englisch? Bro hat ein Nationality geändert. Phoebe, die Brille ist mies schlecht. War ein schlechter Witz. Digga, was ist das für ein Emoji? Viel Spaß, ich genieße, bin weg. Oh Mann, so sweet und dennoch Teufel. Holy shit, bist du hot. Hammer, geile Sau. Bin gekommen. Was denkt ihr denn sofort? Hä, sehe ich jetzt nicht ein geisteskranker Typ. Dich. Hey, erstmal will ich mich für meine Ausdrucksweise entschuldigen. Ich war in der Situation sauer und wollte meine Wut rauslassen. Ich weiß, das war falsch und wird nicht mehr vorkommen. Nee. So lass ich nicht mit mir reden. Also, das ist gemein. Schwöre, es Affe. Stirb. Hey, Phoebe, tut mir leid, dass ich stirb geschrieben hatte. Es war ein Fortnite-Match gemeint. Nicht persönlich. Ja, darf ich wieder chatten. Boah, ist schon ein aktiver Chatter, ne? Das ist schon ein aktiver Chatter. Sind hier Inder in den Chat? Gute Schminke, Schweden. Sind hier Inder? Das ist eine normale Frage. Du bist Inder. Schwöre es Affe. Stirb. Nee, das ist zu racist. Nee, racist shit, man. Hello, my wife. Host NNN to you Thai tonight. Digga. Mach doch Frauenarztpraxis für Rohat. Wann kommt OF? Sie hat selber im Stream darüber gesprochen und habe relativ am Anfang ausgemacht und kann ja sein. Nee, ist langweiliger. Ist ein komischer. Der raus. Der ist komisch. Komische Leute brauchen wir hier nicht. Fotze mit PF. Niemand mag dich. Der Typ hat einen scheiß, der hat seinen Fortnite-Bildschirm abfotografiert, weil er nicht weiß, wie man Screenshots auf dem PC machen kann. Heißt Boxed by Colli. Labert mir voll, dass niemand mich mag, aber er schaut doch meinen Stream. War ein großer Fehler von mir. Das sollte eigentlich anders gemeint sein und eigentlich wollte ich Pfütze schreiben. Deswegen würde ich sehr gerne wieder am Chat teilnehmen dürfen und mitschreiben. Sollte es nicht gehen, ist auch okay. Steht dazu. Liebe Grüße, Colin Rap PS. Es tut mir leid. Digga, er macht einfach noch mit Nachname Colin Rap. Nee, du bleibst draußen. Ganz einfach. Hallo Phoebe, hast du vielleicht mal Lust mit mir zu haben? Ich würde dir 100.000 Euro anbieten. Ist scheiße, wie es da steht. Wollte gerade mal wieder in den Stream kommen und sehe plötzlich, bin einfach gebannt. Könnte jetzt die gleiche Ausrede benutzen wie jeder zweite, aber da wirst du auch logischerweise nicht entbannt. Sorry, warte, dass alles hier allgemein geschrieben hat. Bin 22 und es ist mir ein bisschen zu kindisch, so eine Scheiße zu schreiben. Freue mich trotzdem für einen Entband. Du bist 22! Ich war da 17 noch. Okay, sind 5 Jahre. Checke, aber trotzdem. Die 100k, da kannst du dir auch direkt eine kaufen. Ich bin nämlich keine Nutte. Verstehen Sie das? Kauft jemanden, der das mache, der das, wessen Job das ist. Da bringt sich mal was, den zu schreiben. Den ist doch, guck mal, diese Menschen, der atmet meine Luft weg. Dieser Mann atmet meine Luft weg. Das ist eine echte Person. Der ist auch vom PC wie wir und der schreibt das, ne? Also das ist eine echte Person. Die atmen unsere Luft alle weg. Das ist geisteskrank. Huanzon. Hallo, liebes Speeraufhebeteam.
Sperre auf, Hebeteam. Ich entschuldige mich dafür, dass ich beleidigt habe. Liebe Grüße, ZM Kurai Daniel. Ich heb dir jetzt auf, einfach wie Aufhebekurte. Hat sich gut entschuldigt. Ey, Jungs und Mädels, schaut mal bei Fato, bla bla, Streamer und wirkt sich freuen. Liebes Mod-Team, tut mir leid, wegen Werbung im Chat gemacht habe. Ich werde mich besser im Chat benehmen. Okay, ist nett, entschuldigt. Tja, du dumme Fall nochmal auf dein Schlüsselbein. Wie sauer. Holy shit, wie sauer. Ich wollte gerade in den Chat schreiben und weiß nicht oder nicht mehr, wieso ich gesperrt bin. Warte, wir müssen ihm nur helfen, warum er gesperrt wurde. Warum spielst du keinen Performance Mode? Champion, Night Agent, deine Oma, Elf. Ich weiß nicht, warum ich permanent vom Chat gesperrt werde wegen dem Chatverlauf, aber ich entschuldige mich, dass ich die Oma von jemandem beleidigt habe. Du bist Elf und darfst somit nicht auf Twitch schreiben. Sorry. Schade. Ist nämlich erst ab 13. Hallo, ihr Twitch. Sexualität hat nichts mit Gaming zu tun. Ihr seid alle scheiße. War nicht so gemeint, ihr Eierköpfe. Was geht mit dem denn ab, Alter? Das sind alles echte Menschen. Wollte nur wissen, wie es ist. Komm nie wieder vor. Gelle, tut mir leid. Noch eine gute Besserung wegen deiner Narbe. Was hat er denn geschrieben? Hey, Phoebe, ich finde dich nicht nervig, aber könntest du mich epic adden? Bann mich. Ach, guck mal, er will bannen. Er will den Bann, er kriegt den Bann. Einfach gut, einfach rückwärts laufen und Body nicht zu sehen, kann man dich befruchten. Sorry, das war sehr cringe. Du bist sehr cringe. Du. Zack, also das ist geisteskrank. Bin ich Aphrodite, Junge, und eine befrüchtigte, keine Ahnung, eine Göttin der Fruchtbarkeit, ja? Geht mir weg. Eine Handynummer. Hallo, Liebe, war dumm, war nicht die Nummer von Phoebe, es war meine Nummer. Im Endeffekt habe ich es bereut, würde mich freuen, im Chat wieder teilzunehmen. Jetzt reicht's. Ich hab anonym. Hallo? Stefan? Ja? Warum schreibst du deine Nummer einfach in deinen Chat? Ja, ich war dumm. Siehst du das hier gerade? Ja, ich sehe. Weißt schon, dass jetzt ganz viele einfach deine Nummer haben, ne? Ja, ich war sehr, sehr dumm. Ja. Willst du wieder im Chat teilnehmen? Ja, gerne. Benimmst du dich auch? Und schreibst du nicht deine Nummer rein? Ja. Okay, dann sag jetzt noch, es tut mir leid, liebe Phoebe. Es tut mir leid, liebe Phoebe, und würde mich freuen, wenn ich wieder. Ja, wenn du? Chats teilnehmen kann. Oh, super. Gut. Top, danke. Und wenn du jetzt irgendwie angerufen hast, einfach ignorieren. Das geht schon, das hört wieder auf. Ja. Gut, okay. Dann schönen Tag noch. Danke, schönen Tag. Ey, Digga, ich dachte, das ist eine Fake-Nummer. Doch, der arme Stefan. Stefan, du darfst nicht einfach deine Nummer irgendwo reinschreiben. Er ruft jetzt nicht an, lass ihn. Das ist so random. Wenn das auf YouTube, wir müssen das zensieren. Aber ist logisch. Ach, Stefan. Dankeschön, dass ihr wieder bei diesem glorreichen Video dabei wart. Ich hoffe, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Was haben wir daraus gelernt? Bleibt respektvoll zu euren Mitmenschen. Schreibt nicht eure Handynummer einfach in irgendwelchen Chats oder sonst was. Veröffentlicht die einfach nicht. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben und schreibt unten in die Kommentare, welcher Mensch am komischsten war. Und dann, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, 07.